Und dazu könnten wir jetzt noch zu den Potenzialen des Medienansatzes kommen, was heute in Schule schon möglich ist. Und eines hatte ich Ihnen ja schon vorweggenommen bei den Annotationen. Also wenn ich ein Buch bearbeite, dann sieht das dann so aus. Und dann muss ich an den Text von Immanuel Kant denken. Das ist übrigens ein Text, der über 200 Jahre alt ist und sich wirklich, also abgesehen davon, wenn Sie die Schrift lesen können, dann, also sich diesen Text erschließen können, dann werden Sie erstaunt sein, wie klug und wie modern dieser Text über Pädagogik von Immanuel Kant ist. Und unter anderem schreibt er da drin, das ist kein Tippfehler mit dem Hilfsmittel, unter anderem schreibt er darin, dass man versteht eine Landkarte am besten, wenn man sie selbst verfertigen kann. Das Verstehen hat zum größten Hilfsmittel das Hervorbringen. Und das ist ja so wahr. Ja? Also wenn Sie etwas selbst erstellen können, denken Sie an die klugen Fragen. Wenn es Ihnen gelungen ist, eine kluge Frage zu formulieren zu einem bestimmten Teilaspekt dieser Vorlesung, dann müssen Sie diesen Aspekt verstanden haben. Und genau das meint Kant damit. Ja, zumindest weitgehend. Und das heißt also, das aktive Handeln, das aktive Zusammenfassen, was Sie auch machen, wenn Sie an Ihrem Manuskript, an Ihrem persönlichen Manuskript dieser Veranstaltung hier arbeiten oder es vielleicht auch in anderen Veranstaltungen haben, ist ja immer dieser Übertrag. Was hat er jetzt erzählt, was hat er gezeigt, was ist wichtig für mich und was davon notiere ich mir? Und das, was Sie sich notiert haben, das hält länger. Einfaches Beispiel, wir sind ja unter uns, da kann ich das ja ruhig erzählen. Ich hatte Mathe-Leistung, als ich noch ganz klein war. Und ich habe versucht, naja, man wollte halt sicher gehen. Und ich habe versucht, den Inhalt des gesamten Jahrgangs versucht, auf 4 Quadratzentimeter Splitter zu bekommen. Und in dem Moment, diese Kompression, die da stattgefunden hat, also dieses Komprimieren, war so intensiv, dass ich diesen Spicker zwar dabei hatte, okay, zugegeben, aber ihn nicht gebraucht habe. Weil dadurch, dass ich versucht habe, auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, es gelernt habe. Was ich sagen will, ist, aktives, kreatives Handeln kann dazu sorgen, dass Sie Lernprozesse anstoßen. Oder man denkt weiter, diese Folie habe ich Ihnen schon gezeigt, als es um gesellschaftliche Medienentwicklung ging. Man denke weiter an die Möglichkeiten, die sich zum Beispiel so im Bereich des Mixed Reality oder Augmented Reality. Ich glaube, diese Beispiele hatte ich Ihnen schon von diesen Beispielen hatte ich Ihnen schon erzählt. Sie haben bestimmt selbst Ideen, wie Augmented Reality innerhalb Ihres Faches, das Sie studieren, sinnvoll einsetzbar ist. Und vielleicht auch eine didaktische Hilfestellung sein kann. Also da kann man weiterdenken. Und auch diese Folie hatte ich Ihnen gezeigt, in dem Moment, in dem Medien responsiv werden, partizipativ, kann ich sie natürlich auch als partizipative Medien einsetzen, also aktiv produzierend. Und wenn wir davon ausgehen, dass das aktiv produzierende Lernprozesse anstößt, dann ist natürlich auch das Arbeiten mit Medien, dass viele Schülerinnen und Schüler vielleicht auch dadurch motiviert, dass es eben das Arbeiten mit Medien ist, nochmal lernfreundlich. Das heißt also, wenn man das jetzt nochmal weiter überträgt, aus dieser Folie von den Funktionen von Medien, dann könnte man hier die Potenziale digitaler Medien für den Unterricht zusammenfassen. Das wäre durchaus alles möglich, ohne größeren Materialeinsatz. Und ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch, auch in Anbetracht der Zeit, aber ich lasse Ihnen die Folie auf jeden Fall im Foliensatz und wenn Sie davon etwas interessiert, kann man danach einfach relativ einfach googeln. Unterschätzen Sie auch nicht die Möglichkeiten von FIS Bildung oder von PEDOCS. Da finden Sie auch die pädagogischen Texte dazu, in denen vielleicht dazu schon geforscht, gearbeitet wurde. Also wenn Sie sich da tiefer für interessieren, ist vielleicht auch ein Thema, einzelne Themen, wenn Sie die interessieren, auch vielleicht ein Thema für das Studium, in der man das nochmal genauer beobachten kann. Was ich Ihnen heute noch zeigen würde, zumindest in aller Kürze, ist, was ich selbst untersucht habe in den letzten Jahren. Ich habe
in Schulen Land auf, Land ab, habe ich gefragt, also tatsächlich around the world, habe Lehrerinnen und Lehrer gebeten, die digitalen Unterricht machen, gebeten, was auch immer das sein mag, digitaler Unterricht, mich einzuladen zu ihrem Unterricht und ich hospitiere. Ich habe unglaublich viel Videomaterial gesammelt, bin das im Moment noch am Auswerten, was man alles machen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, eins davon, einige Dinge davon werden Sie in der übernächsten Woche sehen, am 19., wenn wir aus dem Projekt Klinik hier vorstellen. Aber ich tease das mal vorab. Unterm Strich, ich habe zumindest eine Sache schon vorweggenommen, das kann man ja, Videoanalysen kann man ja relativ einfach danach unterscheiden, ob eher im Unterricht etwas Passives, also eher passiv-rezeptiv Unterricht stattfindet oder aktiv-kreativ. Und wenn man das einfach zuordnet und das ins Verhältnis bringt, dann habe ich festgestellt, dass im Wesentlichen im Unterricht rezipiert wird, eher passiv gearbeitet wird, in Präsentationen, wenn Sie vielleicht auch aus dem eigenen Unterricht auch, es geht um Internetrecherche, PDF-Nutzung, aber die ist wirklich, PDF ersetzt das Buch. Ja, das Leitmedium, das Buch ist immer noch heilig und weil man auch in Schulbüchern nicht schreiben kann, kann man auch komischerweise in PDFs nicht schreiben und Annotationen vornehmen. Das heißt also, PDFs werden tatsächlich im Wesentlichen verwendet wie Schulbücher. Und diese Möglichkeiten, über die ich vorhin gesprochen habe, Annotationen, digitale Medien auch in ihrer vollen Bandbreite, findet so gut wie kaum statt. Das heißt, wenn man das SANR-Modell nimmt, das Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, fast das ist praktisch die Kurzform dieser von Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition. Im Wesentlichen findet die Substitution statt. Das heißt also, ein analoges Medium wird in seine digitale Form übertragen und in Schule verwendet. Aber das, was darüber hinausgeht, die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, werden bisher, zumindest in der Praxis, kaum verwendet. Und zum Abschluss dazu auch nochmal eine, gucken uns dann in der nächsten Woche noch kurz an, was man tun könnte, welche Gelingensbedingungen es geben könnte, dass es in Schule vielleicht etwas leichter wird, für Sie vielleicht auch schon. Da kommt ja mit dem Digitalpakt, kommt ja etwas auf uns zu, zumindest diesen Begriff, den ich schon mal genannt habe. Und zum Abschied noch eine kleine Geschichte von Seymour Papert, die ist schon ein bisschen älter, aber ich finde, sie ist immer noch sehr aktuell. Der sagt nämlich, es gab eine Gruppe von Zeitreisenden, eine Gruppe von Chirurgen und eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die 100 Jahre in die Zukunft reisten, also die aus dem, irgendwo um die 1900 gelebt haben und gearbeitet, Chirurgen auf der einen Seite, Lehrerinnen und Lehrer auf der anderen Seite. Und die gemeinsam in die Zukunft reisen und die Chirurgen schauen sich den Operationssaal in unserer Jetztzeit an, die Lehrerinnen und Lehrer auch. Und die Chirurgen sind erstaunt, können mehr oder weniger gar nichts damit anfangen, mit den Dingen, die sie sehen, haben keine Ahnung. Aber die Lehrerinnen und Lehrer könnten mehr oder weniger so den Unterricht fortsetzen. Und das sagt natürlich auch das über Schule aus. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine ereignisreiche Explosionswoche oder auch erholsame Explosionswoche, wie Sie es haben wollen. Und noch einen schönen Tag.